Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman M. Ja, wer den letzten Part nicht gesehen hat, es gab ein kleines Unglück, meine Datei ist beschädigt. Für mehr Infos den letzten Part einfach mal anschauen. Und deswegen ist halt ja schon alles geschafft, weil ich eine Datei aus dem Internet ziehen musste. Aber nichtsdestotrotz kommt heute der Lumm-Modus. Danach hätten wir die Expertenliga einfach abgeschlossen. Wäre das nicht episch? Und dann geht's hier weiter und da kriege ich dann da auf den Sack. Ja, toll. Ja, wenn ich jetzt hier den Lumm-Modus innerhalb von 5 Minuten schaffe, ist er noch im alten Part drin. Wenn nicht, dann nicht. Und ich gehe von nicht aus, deswegen habe ich auch schon einen Anmod gemacht und so. Genau, ganz entspannt. So, ich habe jetzt mal nicht im Internet geschaut, wie die hier die beste Route ist für den Lumm-Modus. Ich mache es einfach mal auf eigene Faust. Und wenn ich merke, dass ich auf die nichts geschissen kriege, dann machen wir es mit dem Internet. Denn ich bin ganz gut, dass ich die Dinge auf der Map. Ich finde die nämlich extrem cool. Klar, das ist schon mal ganz nice. Aber ist noch nicht so vielversprechend, wenn man was cool findet. Aber ich war ja auch im Pulu Pui ganz gut, ne? Wenn ich daran erinnert, den haben wir in 15 Minuten geschafft. Für Pulu Pui ist das sehr gut, muss ich mal wirklich kurz anmerken. Ja, ich weiß, wenn man so hört, 15 Minuten denkt man sich, ja, aber ist der voll langsam. Aber für Pulu Pui ist das schnell, für mich zumindest. Ich hab's gefeiert, dass das so gut gelaufen ist. Und hier müssen wir jetzt das Rennen gewinnen. Gegen Tilly, glaube ich. Habe ich richtig gesehen. Und ich muss halt so viele Lumen sammeln, wie ich kann. Und naja, halt die Mindestanzahl an Lumen, die ich brauche, ne? So, jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, ist hier oben? Nö, auf der anderen Seite. Gut, das war jetzt Fail. Ja, das war richtig Fail. Ach du Scheiße. Im Grunde haben wir ja kein Zeitlimit, muss man mal ganz einfach sagen. Aber, irgendwie auch schon, weil Tilly ist ja da. Und die möchte das... Der Razor Girl ist das, ne? Razor Girl. Und die möchte das Rennen ja gewinnen vor uns. Und... deswegen haben wir schon ein Zeitlimit, weil wir müssen halt vor ihr ins Ziel. Sollten wir nach ihr ins Ziel kommen, haben wir das Rennen verloren. Ja... ja, übrigens, ich bin ja bei dieser Zenith-Map da richtig ausgerastet, aber die war halt einfach verdammt schwierig. Hier habe ich... ich habe gerade viel mehr Laune auf das Spiel. Also ich glaube, es war gut, dass ich eine kurze Pause gemacht habe. Weil jetzt, wie gesagt, ich habe hier richtig Bock hier, macht Spaß. Ist doch besser, als wenn ich danach direkt nochmal aufgenommen hätte und dann nur rumgeflamed hätte. Es lag, glaube ich, auch daran, dass ich da einfach relativ wenig FPS hatte und so. Und klar, dann ist man halt auch einfach schlechter. Ich glaube, das lag echt mit daran. Jetzt ist das hier nicht, ich glaub's nicht. Das Spiel verarscht mich doch. Weil jetzt kann ich halt hier easy in 60 FPS aufnehmen. Das ist halt einfach richtig entspannt. Und davor hatte ich, keine Ahnung, 20 FPS oder so, weil ich habe halt jetzt eine neue Festplatte. Und die hat eine sehr schnelle Lesegeschwindigkeit. Das heißt, ich kann halt mit sehr hoher FPS-Zahl für mich, für meine Verhältnisse aufnehmen. Also ist auf jeden Fall viel höher als mit der alten, ne? Weil die halt eine extrem hohe Lesegeschwindigkeit, Schreibgeschwindigkeit hat und Lesegeschwindigkeit. Und das heißt, ja, die kann halt extrem schnell schreiben. Was natürlich den Vorteil hat, ja, dass man innerhalb von wenig Zeit... ach, was laber ich? Ich bin hier... es ist schwierig, gleichzeitig zu zocken und zu kommentieren, ne? Das scheiß Razor Girl macht mich echt kalt, ja. Ach, hier wäre der... letzte Dingens habe ich mich noch gefragt, ja, wo ist denn da der Weg? Und jetzt habe ich es gerade gesehen. Da wäre der Weg gewesen, den wir hätten einschlagen können. Aber wir haben es ja auch so geschafft, ne? Hashtag kein Problem. Ich glaube, die ist vorne, oder? Ich denke mal, ich fühle mich sicher, aber nee. Hm. Ich sollte, glaube ich, nicht so viel Scheiße labern, sondern mich ein bisschen mehr aufs Rennen konzentrieren. Welcher Punkt bin ich denn? Bin ich der Blaue oder bin ich der Andere? ja, im 20. Rayman Empire, der 21. Rayman Empire. Sehr schön, ne? Also ich bin aktuell vorne, das heißt, ich bin der Blaue. Okay, das heißt, sie war da vorhin vorne, ne? Ja, passt. Nee, du machst mir zu, du Bitch. Ne, macht sie nicht. Okay. Nein! Mann! Lass es doch mal bleiben, du scheiß Razor Girl, Alter. So, Alter, das war richtig durchgeskillt, oder?
Shit. Ja, das Ding ist, man kann die Gegner hier extrem schnell abhängen auf der Map, weil man hier extrem viele Fallen runter machen kann und so. Und das hat sie ja bei mir vorhin gemacht. Jetzt habe ich es bei ihr gemacht. So habe ich auch damals das Rennen gewonnen, ja. Ah, fuck, bin ich runtergefallen. Das war nicht so optimal. Das war ganz schön scheiße, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Loom-Modus hier sehr schwierig wird. So, jetzt will ich endlich mal den richtigen Weg nehmen, ja. Okay, das sieht gut aus. So, und jetzt, genau, so hätte man auch letztes Mal den Ding ins Extrem nice kriegen können. Wo ich noch gemeint habe, ja, wenn man sich da ein bisschen lang schwingt, dann geht es richtig gut. Ja, ich hätte jetzt da lang gehen sollen. Ja, egal. Oh, du Bitch, jetzt lass mich doch mal. Oh Mann, das ist so fies auf dem Map, dass der immer den Weg zum macht. So, jetzt leider. Ja, seht ihr, wie die aufholt, die Alte? Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Damn it. Ich werde, glaube ich, doch mal im Internet schauen, wie man hier am besten vorgeht. Ja, nicht im Internet schauen ist bei dem Spiel keine gute Idee. Ne. Ich schau mal kurz nach. Na, kostet ja nicht viel Zeit. Ich schneide es ja für euch sowieso raus. Und dann ist gut. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen leichter für mich. Okay, Leute. Ich glaube, der Loom-Modus, da sitzen wir ein bisschen länger dran als am Pulu-Pulu-Modus in der Map. Das sieht extrem schwer aus. Man muss nämlich nahezu alle Loom kriegen. Ich weiß, es ist auch häufiger der Fall. Und ich wollte euch da drauf. Also wie gesagt, ich weiß, dass es häufiger der Fall ist, aber man muss sich ein bisschen konzentrieren. So, jetzt machen wir hier mal auf erstmal. Aber es ist halt echt schwierig auf der Map. Es ist halt so ähnlich wie der Pulu Pui, ne? Man muss hier wirklich alles perfekt hinkriegen. Und ja, das ist halt echt nicht so einfach. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Aber ich glaube, das Razor Girl ist schon wieder weg. Aber ich kann zumindest die Map noch ein bisschen üben in der Zeit, während ich noch ein bisschen versuche. Upsala, das habe ich nur mal übersehen. Das war nicht so geschickt. Ist der vor mir oder ist der hinter mir? Ich weiß gerade gar nicht. Ah, war hinter mir. Lol, und der hat mich geblockt. Bitch, lass das. Lol, dass das geht. Hätte ich nicht gedacht. Das ist irgendwie alles fail, was hier gerade passiert. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin immer noch vorne, aber das ist scheißegal, ne? Wir müssen alle scheiß Lums kriegen auf der Map. Und das ist extrem hardcore. Vor allem, weil ich es übelst verkackt habe, jetzt schon vom Timing. Ja, ich muss jetzt hier auch lang. Ja, es war richtig dumm jetzt, wie ich es gemacht habe. Aber egal, wir können es dann noch ein bisschen probieren. Ich meine, schaffen tue ich es garantiert nicht mehr. Aber habe ich einfach schon die Routen viel zu schlecht gemanagt in dem Fall. Aber ich kann ja noch ein bisschen einfach schauen, dass ich die Map übe und so. Also es gibt ja immer genug Gelegenheiten, die man machen kann, wenn man hier verkackt hat. Das ist ja das Schöne. So, das hier finde ich eigentlich den schwierigsten Part, muss ich sagen, mit diesen bewegenden Plattformen. Das ist sau schwer. Ja, das ist sau schwer. Also wir müssen halt schauen, wo die Plattformen sind. Und das müssen wir so ein bisschen spontan machen. Das hat er in dem Video auch spontan gemacht. Schauen, wo die Plattformen sind und dann halt in die richtige Richtung gehen, um alle Lums zu holen. Vor allem rechts ist es wichtig, weil rechts müssen wir halt dann auch hoch in diesen Gang gehen. Ja. Ja, und das war wieder dieser Cheater da. Also das war wieder der, der so unglaublich schnell rennen konnte. Ich weiß, keine Ahnung. Ich glaube, das war aber vom Spiel irgendwie ein Bug bei ihm, weil die Gegner waren auch so schnell auf diesen Feldern. Also dadurch hat es natürlich ausgeglichen, aber ich meine, die Zeit im Pulu Pui und so, die ist ja immer die gleiche, die abläuft. Mann, warum ist die so schnell, ey? Scheiß Razor Girl. Ist schon wieder vorne. Na gut, die nimmt ja auch extrem schnelle Routen. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn sie erstmal vorne ist, weil ich dann in Ruhe meinen Weg einschlagen kann. Ohne dass sie mich da nervt. So, perfekt. Das war nice. Das war richtig schön. So, jetzt am besten direkt hier hoch. Upsa, das wollte da war nicht so geplant, wie ich es gemacht habe. Okay. Jetzt gehen wir hier lang. Ja, die Computer sind jetzt schon einiges schwieriger als in der Anfängerliga.
und Amateurliga. Das merkt man schon. So, wo sind die Plattformen? Rechts, links? Ich weiß es nicht. Okay, wir sind richtig gegangen. Okay, das war nice. So, jetzt müssen wir nur noch uns richtig anstellen, dann wird es vielleicht sogar noch was. So, nächstes Mal müssen wir unbedingt rechts lang, sonst haben wir keine Chance, ja. So, ich überlege gerade, wo muss ich jetzt lang, wenn ich oben bin. Runter. Genau, hier lang. Das war der Weg, den ich haben wollte. Okay. So, jetzt nicht rumbargen und hier vor allem keinen Scheiß bauen. Das ist auch extrem scheiße hier auf diesen komischen drehenden Plattformen. So, und jetzt muss ich hoffen, dass rechts offen ist. Ja, rechts ist die Plattform. Okay, nice. Nice, nice, nice. So, jetzt muss man sich ja richtig anstellen. Hier lang, hier runter. Okay, sie sind nicht den gleichen Weg wie ich. Ist ja kein Wunder, weil es der schnellste ist. Ja, passt. Zwei Lumps noch. Einer. Keiner. Ja, ist ja scheißegal, ich nehme den schnellsten Weg, hallo? Ich gehe doch kein Risiko ein. Oh, ich bin ganz aufgeregt, Leute. Sollten wir es echt schon schaffen? Das wäre extrem schnell. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Oh mein Gott, wie gut. Oh, was? Zweiter Versuch, glaube ich, war es. Also nachdem ich nachgeschaut habe. Aber das Nachschauen hat mir eigentlich gar nichts gebracht, weil ich habe es genauso gemacht wie im Pulle-Pulle-Modus. Hey, richtig stark gerade von mir. Also wirklich, richtig gute Leistung. Muss ich mich mal selbst loben hier, ja? Das war richtig nice. Richtig gut. Krass, hätte ich nicht geschafft. Gedacht, dass wir so schnell schaffen. Aber ich muss auch mal dazu sagen, dass ich, glaube ich, gerade ein bisschen geskillter spiele als in den letzten Parts. Liegt, wie gesagt, wahrscheinlich daran, dass ich jetzt einfach schön flüssig 60 FPS habe. Da kann man halt auch viel besser spielen. Ja, ohne Lags und so weiter. Das war doch das, was mich am Zenithafen umgelegt hat. Und es war halt nirgendwo dieses Buggen und so. Aber ich glaube auch, dass der Zenithafen um einiges schwieriger war, muss ich ja zugeben. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit in dem Part. Ich habe ja noch nicht so lange gezockt eigentlich. Wir machen jetzt weiter mit der Extremliga. Und zwar mit dem Rennen. Unsere erste Map in der Extremliga. Ach du Scheiße. Naja, die Computer dürften ja eigentlich nicht schneller sein, ne? Also sonst wäre es ja unfair. Wobei ich das dem Spiel zutraue. So, wir rasen hier mal lang. Okay, da hat es leider Sachen. Ja, was ist hier? Okay. Welcher Platz bin ich eigentlich? Bin ich Erster? Ich bin Erster. Lol, wie kann ich Erster sein? Oh, die Map ist. Also, die Maps sind echt cool designt, muss man ja echt mal sagen. Also, anscheinend ist da schon Arbeit ins Spiel gesteckt wurde. Ach, hier geht's nicht lang. Ah. Boah, was ist das für ein Scheiß hier? Du bist Spinnen. Hey, wie kommen die denn so mega schnell durch? Wollen die mich verarschen? Hm, ich glaube, da geht's oben schneller lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Naja, also zumindest, ja, da müsste es oben schneller, unten schneller lang gehen, weil unten waren die Turbofelder. Und ich glaube, hier ist unten auch schneller. Wo man hier einfach durchspeeden kann, wie der Raymond da vorne. Und genau, hier muss man auf jeden Fall da lang gehen, wo ich jetzt bin. Ja, so, der Raymond ist aktuell vorne, das gefällt mir gar nicht. Boah, das erinnert mich mega an Donkey Kong, die Stelle. An die Fässer, ne? Ihr wisst schon. So, wie kommt ihr jetzt hier so schnell durch? Wir machen noch genau das gleiche wie ich. Warum sind die hier so mega schnell? Ne, der andere hat einen anderen Weg genommen. So, ich glaube, hier ist unten wahrscheinlich schneller, oder? Hm, ich bin mir noch nicht sicher. Aber man merkt schon, die Computer, die haben es hier echt drauf. Also, extrem heißt das Ding nicht umsonst, ja? Hätte mich aber auch gewundert, vor allem bei dem Spiel, wenn hier irgendwas umsonst Schwierigkeit
nach Schwierigkeiten benannt ist. Naja, aber ich glaube ja nach wie vor, richtig schwierig wird es dann halt erst in Puyo Puyo und so weiter. Also das Rennen ist ja meistens noch ganz machbar. Oh, ich bin erster gerade, das ist gut. Ah, fuck, ey, diese Fässer. Ja, das war gut, das war gut. Ja, ich muss halt noch die schnellsten Wege rausfinden, weil was war das denn? So ein Tier kann man halt hier richtig schnell abspeeden, glaube ich. Ja, tatsächlich geht's. Wenn man sich gut anstellt, ist das machbar. Und wir haben es geschafft, glaube ich. Jawohl, das Rennen, Alter, am ersten Versuch hier. Extremliga. Von wegen Extrem hier, ja. Sehr schön, also heute läuft's echt gut. Bum, 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 bum. Ja, geil, Mann. Geil. Na, okay, Rennen haben wir geschafft, das ist gut. Dann machen wir gleich mal weiter am Edelsteintempel mit dem Lumspring. Ja, ihr habt mir auch geschrieben, dass ich nicht sagen soll, die Kämpfe werden so einfach. Ich hab's ja jetzt schon im letzten Part bemerkt, ne? Das war Lumspring nochmal für den Modus. Ach, das war der Scheiß, wo ich... Oh, das war das, wo ich diese Kugeln da sammeln muss, ne? Ja, das war dieser total unfaire Modus. Oh, nee. Ja, komm, was willst du denn da machen? So, laut Karte würde ich sagen, hier ist es irgendwo, aber nö. Achso, da kann man hoch. Ah, ja. Jetzt kenne ich nicht mal die Map, hallo, was soll ich denn machen? Die haben alle schon einen Punkt, nur ich nicht, war wieder klar. Vor allem zu dritt treffen die halt auch mit ihren Schüssen mal. Ah, hier war's, nice. Wo? Nobody knows, ist schon weg. Ah, da hinten, ich hab's gesehen. Ja, ja, das Spotten ist hier immer das Schwierige gewesen, ich weiß noch. Oh, Musik ist geil. Wo ist das nächste? Das ist unten, weil es dunkel markiert ist, richtig? So, aber wo? Jawohl. Das ist jetzt wieder unten wahrscheinlich. Oh, ist schon weg. Ist schon wieder weg. Ja, ich hab tatsächlich... Oh, ich hab gewonnen. Aber der Globus hatte 4. Mir ist gar nicht aufgefallen. Wow, richtig knappes Ding. Richtig knappe Sache hier. Zurück zum Menü. Ach du Scheiße, das war knapp, als ich gedacht habe. Ja, machen wir gleich noch den Lumpfight auf der Map, wenn wir schon mal dabei sind. Ne? Die Map ist. Die ist echt nicht ganz cool, weil die nicht so groß ist. Mag ich. Oh ne. Ist das ein 1v1? Ne, nicht. Wo seid ihr denn? Boah! Im letzten Augenblick abgegeben, das war geil. Soll man jetzt sein? Oh, bam, 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 bam. Du kassierst Snowbox auf die Fresse. Oh ja, da war er weg. So muss das sein. Oh, jetzt bin ich weg. Was? Der Klingmus hat schon 2. Hätten wir das gemacht? Cheatet doch. So müssen wir mal töten hier. Der hat schon 3. What the fuck? Mach ich irgendwas falsch? Ich muss ein bisschen auf Klingmat gehen. Aber das wird eh nichts. Also, wenn der jetzt schon 3 hat, dann haben wir eh. Wird es echt nichts mehr. Kann ich eigentlich neu starten. Aber ich versuch's trotzdem noch. Die Kämpfe machen echt ja sehr viel Spaß. Also ich finde die zumindest extrem nice. So. So, Globus müsste doch mal tot sein, genau. Was denn? Ach, der ist schon wieder gespawnt. Da ist Klingbad schon wieder. Klingbad, der ist ganz böse. So, ich hab Feuer. Okay. 3:3. Ich habe tatsächlich ganz schön gut aufgeholt. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Wie Alter auf Globox geht, ey, der arme Kerl. Ich muss ein bisschen auf Klingbad gehen, echt. Der hat mir zu viele Punkte, der Kerl. Oh, der hat gerade. Globox hat gerade Klingbad gekillt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh, ich bin fast tot. Ich muss aufpassen. Wo ist Globox? Ich bin auf Globox, weil ich schon angehittet habe, den Kollegen. Ja, okay, nice. Ich habe ein Item bekommen. Welches? Ah, okay, das Tuso-Item. Das ist auch ganz nett. Bisschen Schaden machen mit meinem letzten Leben. Wo sind die Lappen? Ah, haha, da ist Globox. Aua, na, das hat er gut gemacht.
Shit. Oh, ich glaube, man hat einen Wurm, das ist nicht gut. Wo ist Globox, der Depp? Ich gehe auf Globox, weil der wieder schwächerer Computer ist, habe ich das Gefühl. Hau ab mit deinem Wurm, hau ab, hau ab, hau ab. Aua, Mann, Alter, wie unfair ist das? Ja, genau! Ach, ich hab gewonnen! Ich dachte, ich wäre getötet worden. Okay. Hä? Hey, ich sag, das sah doch voll so aus, als wäre ich tot gewesen, oder? Ach, was weiß denn ich? Ja, auf jeden Fall. Nice, was haben wir eigentlich geschafft? Lumm-Modus, ein Rennen und zwei Dinger. Ich hoffe, der Part ist nicht zu lang, aber ich denke, den Lumm-Modus haben wir recht schnell geschafft. Im nächsten Part geht's weiter in der Extremliga mit nächsten Rennen und neuen Kampfmodi. Ja, noch sind immer die entspannten Parts am Anfang einer neuen Liga. Lustig wird's erst, wenn Polo Pui und Lump kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!